Willkommen zu Part 4 bei Until Dawn. Und wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang, Jess. Komm mit. Wir gehen uns jetzt draußen ein bisschen amüsieren. Hallo, lauf doch. Bleib da stehen. Beschütz doch deine Freundin. Du. Dulli. Okay, da geht's weiter. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ein paar oder eine Idee? Ich wollte gerade mit dir reden, jetzt geht das nicht mehr. Ach komm. Okay, dann laufen wir zu der Hütte, wo wir hin sollen, mehr oder weniger. Josh hat uns ja rausgeschmissen. Da war ein Schild, hallo. Da. Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Privatgrundstück. Washington anwesend. Aha. Ne, da geht's zurück. Kann man hier nicht das Licht... Was ist denn das? So eine Lampe, oder? Hm. Ich habe übrigens auch das DLC von dem Spiel, weil ich ja die Steelbook Edition habe. Könnte also sein, dass wir zwischendurch mal den Bonus-Content spielen. Ich werde euch aber Bescheid sagen, wann das sein wird. Beziehungsweise, oder wenn es soweit ist. Und was sollte eigentlich dieses Macho-Gehabe vorhin zwischen dir und Matt? Die Beziehung zwischen den beiden ist auch mehr oder weniger spannend. Das ist das Problem. Tja, sage ich jetzt aggressiv? Oder das ist nur Show? Ich weiß nicht. Ach, weißt du, das war doch nur Macho-Action für meine Lady. Ach, wirklich? Das war alles nur, um mich zu beeindrucken. Tja, man muss schon zeigen, was man hat. Für die Damen. Okay, du hast ziemlich angepisst ausgesehen. Das ist echt schwer. Er ist total besitzergreifend wegen M. Darf ich etwa nicht mehr mit ihr reden, nur weil ihr sie jetzt flachlegt? Wenn du sagst. Okay, ja. Musste gut schneiden, sorry. Ey, warte mal, da vorne können wir lang, richtig? Wobei, da müssen wir, glaube ich, sogar zuerst hin. Den Generator wieder anschmeißen. In die Hütte. Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Licht. Mikey. Ah, noch nicht. Okay. Na komm. Wow, du bist echt genial. Ja, ich weiß. Ich bin der Beste. Oh. Werden verfolgt. Und jetzt liegt da ein Totem. Das ist genau das, was ich meinte. Gefahrtotem. Ist dir kalt, Jazz? Hm. Na komm. Aber in die Hütte ein bisschen gemütlich machen. Und warum die Beziehung zwischen den beiden wichtig ist, sage ich euch noch, wenn es soweit ist. Wird aber nicht mehr lange dauern. Tada! Sesam, öffne dich!
ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Macht sie ihre etwas komische Musik an. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Jazz. Abschwerben. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Oh, oh. Oh, romantisch ist hochgegangen. Jazz ist auch hochgegangen. Das ist perfekt. Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Mal schauen, was passiert. Wir gehen erstmal weiter. Jede Frage, jede Antwort zwischen den beiden ist entscheidend später. Oh, verdammt. Das ist das Problem. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Oh, da könnte ich jetzt zwei gut leiden. Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Durch die Mine. Ah! Ah! Jess! Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran! Ja. 7? Kannst du raus? Ach so. Ich weiß nicht! Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen! Anstatt mal runterzukommen. Dödel. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Schmetterlingssicht. Hey, Adonis! Hilf! Sorry, du Model. Romantisch ist noch höher. Oh, das gefällt mir. So muss das. Mir diese Lore wegzuschieben? Klar doch. Okay. Komm, Schnucki. Fass an. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Ja, okay, so kann man das auch sehen. Gehen wir jetzt mal weiter. Für diese dunklen, düsteren Minen. Okay, Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Wo müssen wir denn jetzt schon wieder zum Teufel hin? Hütte-Poser. Da geht's weiter. Okay, dann gehe ich mal vorwärts. Sowas mag ich eigentlich nie, wenn man immer mehrere Wege hat und wenn man nicht weiß, wo man hingehen soll erst.
Da liegt nämlich noch ein Totem, den wir wieder fast übersehen hätten. Glückstotem. Jazz in Unterwäsche. Was war das? Okay, ich würde sagen, wir machen die Sause, Fliege, whatever, wie auch immer man das sagt. Wir verschwinden von hier, um es auf den Punkt zu bringen. Na komm, lauf. Da ist noch war. Schon wieder zwei Wege. Wollte ich direkt. Ah, okay. Hier kann man nur was sammeln. Und ich gerade sagen, hier der rechte ist nur irgendwas Sammelbares. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Schreien wofür? Okay, die kann man sich nur angucken. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Wer wohl hier war? Okay. Also wieder einen neuen Hinweis entdeckt. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ich würde doch einfach mal sagen, deswegen war das Ding abgesperrt, oder? Ich meine, das war ja nicht umsonst. Die Barrikaden, wo Jazz einfach mal durchspaziert ist. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Danger, danger, danger. Arias at risk. 7.10.1951. Wow, das ist alt. Das ist wirklich alt. Aber okay, nichts wie weg hier. Noch auf der Suche nach Hinweisen. Wir haben ja schon jetzt eine Menge gefunden. Erstmal kurz schauen, wie sieht es eigentlich gerade mit den Totems aus? Zwillinge, unbekannte Totems. Haben wir nicht gerade eine Spitze gefunden? Ne, das war der. Jetzt haben wir alle einmal gefunden. Das ist gut. Jetzt können wir den zweiten Turm draufbauen. Also den zweiten Totem halt. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und ich hoffe, dass das auch so passiert. Da rechts war. Ist was? War was? Nö, okay. Dann gehen wir weiter. Links, rechts. Ach, hier gibt schon wieder zwei Wege. Ach komm, ey. Und bei dem weiß ich, dass auf einem Totems liegen. Und auf dem anderen nicht. Das ist das Problem. Cabin. Es geht, glaube ich, bei beiden zur Hütte. Aber nur auf einem liegen Totems. Ich war ja auch ehrlich gesagt noch nie. Also rechts, bin immer links gegangen. Soweit ich mich erinnern kann. Deswegen weiß ich halt nicht, wo es hier genau hingeht. An, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln-Spitze siehst. Oh,
bevor mir den kleinen Präsidenten zu zeigen. Boah, Jazz. Auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Jetzt werden sie pervers. Und ich glaube, dass rechts der richtige Weg ist und links ist nur der Totem. Wie gesagt, ich bin mir hier nicht sicher. Und ich will auch die Totems zum Teil finden. Deswegen werde ich doch erstmal links lang gehen, um da den Totem zu überprüfen, weil ich weiß, dass da einer liegt. Ah, okay. Da ist er nämlich. Ein Beißer. Verlusttotem. Das war Jazz, die gestorben ist. Ich hoffe es doch nicht. Ich meine, ihr seid ein perfektes Pärchen. Also, auf eine Art und Weise. Aber wie gesagt, es sind ja zum Teil immer nur Voraussagungen, die nicht erfüllt werden müssen, zwingend, ja. Wir können sie ja durch unser Handeln ändern. Und im Moment ist ja, glaube ich, auch die Romantik zwischen Mike und Jazz sehr hoch. Und der Beziehungsstatus. Das sollte eigentlich positiv sein. Hoffen wir mal. Hier ist ein Tisch. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. What? Okay. Lass mal sehen. Bin mir gleich wieder erschrocken. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was das war. Finde ich ein bisschen strange. Und hier ist auch soweit irgendwie nichts. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Sie scheint verängstigt. Hey, Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, außerdem Michael, noch Elche ich und eine mega Idee. Grizzlybären. Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Ja, natürlich. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Ihr könnt später was anderes streicheln. Also euch. Ja, aber gut, gehen wir erstmal weiter jetzt. Zu der Hütte. Gentleman, wie immer. Ah, okay, jetzt ging's runter. Ich dachte nämlich, erst links geht das dann runter zur Hütte. Aber, also vorhin. Aber nö, hier geht's weiter. Mich nervt das manchmal übrigens so ein bisschen, dass die Charaktere so langsam laufen. Da ist ein Elch. Das könnten sie ruhig ein bisschen schneller tun. Hallo, kann man da nicht rechts lang? Nein? Okay, dann nicht. Vorsicht, Spatzenhirn! Oh. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen.
Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hat mich erschreckt. Oh oh, war das schlecht? Jein. Romantik ist runtergegangen, dafür die Beziehung zu Jess hat sich etwas erhöht. Mein Gott. Okay, schauen wir mal. Ich hatte ja am Anfang mal gedacht, dass die Brücke dann eigentlich zusammenbricht, aber wäre vielleicht mal ganz witzig gewesen. Oder einfach so noch als Jumpscare, dass die Brücke dann entweder hinter denen zusammenbricht oder wenn Mike da drauf steht. Joa. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Boo! Angeberin! Hey, Mike! Du hast da was im Gesicht. Ah. Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Und die ist weg. Jess? Jess! Ja. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Jetzt dürfen wir Sam spielen. Mein Lieblingscharakter. Ich finde so, sie kümmert sich so liebevoll um alle. Also um die ganzen anderen Charaktere wie so eine Mutter? Fragezeichen? Auf jeden Fall. Wow. Was war das? Ist sie sehr liebenswert. Haben wir ja auch am Anfang gesehen, dass sie das so ein bisschen versucht abzuhalten. Also den Scherz mit Hannah. Was ist das denn für ein Raum? Ach, das ist das Zimmer von Hannah. Tattoo-Studio. 9.30 Uhr am 18. März 2013. Sie hat ja auch ein Tattoo, hat man ja auch gesehen, an der rechten Schulter. HW. Oh, Weihnachten, Schwester, jetzt hab dich lieb, Josh. Hey, Hannah. Schwer verliebt. Ja, sie war verliebt in Mike. Jetzt ist sie tot. Sie hat Schmetterling offensichtlich sehr geliebt. Hey, unsere Postkarte.
die wir am Anfang gesehen haben, bei dem Psychotypi. Was stand da jetzt drauf? Ich will doch lesen, Leute. Hannah, Josh und Beth. Ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party, 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Okay. Kommt man da jetzt noch irgendwo hin, oder? Doch, da ging's. Oh. Nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, wackreisiger, extrem gut aussehender Typ. Du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf. Oder du etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was deine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. G-Moll-Tonleiter hat viele schwarze Tasten. Meines Wissens nach. Ich spiele auch selber Klavier, von daher. Sie sollte sich tätowieren lassen. War das eventuell der Grund, warum sie das auch getan hat später? Und Schmetterlinge sowieso mochte, also ein Schmetterling gewählt hat? Vielleicht. Auf jeden Fall interessante Details, die ich jetzt erst erfahre. Weil ich ja beim ersten Mal nicht alles gefunden habe und ich bin da ehrlich gesagt auch durchgerannt. Also ich habe nicht viel an Details und Hinweisen gefunden. Jetzt lasse ich mir dafür mehr Zeit. Ich hoffe, ihr versteht das. Wie gesagt, das kann das Ende nachher ändern. Ja. Je mehr Hinweise wir finden. Ja. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ja, ganz toll, oder? Warte, soll das heißen, wir machen eine Seance? Was für ein Ding? Ich habe auch mal Ouija 2 geguckt, der im Kino lief, im Oktober. Darum handelte der Film ja auch, um dieses Hexenbrett oder, wie hieß es gleich nochmal, Ouija-Brett. Wer weiß. Der Part wird wieder ein bisschen länger. Tut mir leid, Leute. Ja, ich würde auch mal sagen, wir werden den Part jetzt langsam beenden. Und lassen uns dann im nächsten Part warmes Wasser ein. Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja, ja, man muss nur den Boiler anschmeißen, erst im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Komm schon. Okay. Dann lauf. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Bruder. Na, Lust mich zu begleiten. Kann das sein, dass Josh auf Sam ein bisschen steht? Irgendwie kommt mir das so rüber. Das war ja die beste Freundin von Beth. Meine ich jedenfalls. Hier kann man den Fernseher wieder anmachen, okay. Ja. Gut, wir werden im nächsten Part in den Keller gehen und dann ein Feuerchen machen, damit Sam wieder warmes Wasser hat und sich ein Bad nehmen kann. Bis zum nächsten Mal bei Until Dawn.